Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, ich hoffe, der erste Teil unseres Bastelabends hat euch gefallen. Wir werden heute mal uns den zweiten Teil anschauen und werden noch mal den Ort wechseln. Ja, lasst euch überraschen nach dem Intro. Wir sind wieder beim Begrasen angelangt. Und zwar geht es jetzt weder um den Hermannschacht noch um Kleinandorf, sondern um ein Streckenmodul, wo ich ja, mich schon mal versucht habe, mich da leider ein bisschen mit den Farben vergriffen habe. Weshalb also diese beiden Module im Fremo den Spitznamen Tundra-Modul bekommen haben. Und naja, und jetzt ist halt der Versuch, das noch ein bisschen anzugleichen. Na, die Farben, also es ist wieder wie gehabt. Wir haben einzelne Leimpunkte und die werden jetzt in die Lücken. Auch hier gibt es also so eine offene Stelle, ne, wo einfach die Erde offen zu sehen sein soll. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann auch wirklich Erde verwendet und nicht auch eine komische Farbe oder irgendwelches anderes komisches Zeug. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die streichen dann sozusagen den Untergrund, den streichen die dann grün an, was ich also noch ein bisschen befremdlicher finde. Also, naja, wenn es ein bisschen Qualität haben soll und gut aussehen soll, dann macht man da richtige Erde drunter. Übrigens vom Feld, nicht aus dem Garten. Das ist auch wichtig wegen der Farbe. Hier dann das Zwischenergebnis. Allerdings ist hier nur, naja, so ein bisschen grob abgesaugt. Ne? Also hier sind dann auch keine Grasbüschel im Moment zu sehen. Die kommen dann wieder zum Vorschein, wenn alle darauf liegenden Fasern dann endgültig verschwunden sind. Während ich begrast habe, wird hier etwas anderes gemacht, nämlich als Fleischmann Nemräder werden jetzt, die werden jetzt hier zu Fleischmann RP25 Räder umfunktioniert, indem da einfach mit einem entsprechenden Stahl da ein Stück abgedreht wird. Neues Thema, neuer Ort. Jeder Bahnhof im Fremo braucht möglichst ein Bahnhofsschild. Und das muss natürlich auch für Kleinnaundorf entstehen, auch wenn es nur ein Haltepunkt ist. Und wie es dazu kommt, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben jetzt hier, naja, ausgedruckt Kleinnaundorf und haben das einlaminiert und schneiden das jetzt passend. Na, also wenn es ein vernünftiger Laminierer ist, dann hält das auch, wenn die Kanten jetzt abgeschnitten sind. Also man kann auf die Art zum Beispiel auch, naja, etwas hochwertigere Visitenkarten herstellen. Hier geht es allerdings um das Bahnhofsschild. Zum Schneiden muss man dann nicht immer das Messer nehmen. Wenn also das Format stimmt, gibt es da durchaus geeignetere Werkzeuge. Und die das also vom auch ein bisschen exakter und auch fehlerfreier arbeiten kann. Und naja, und für die Längsseite braucht man dann natürlich wieder das Messer. Schneiden da vorsichtig, das ist bei der laminierten Fläche ein bisschen schwieriger. Schneiden da vorsichtig das Papier ab. Na, für die kurzen Seiten
Gibt es dann wieder ein alternatives Werkzeug? Ja, und dann kommt der nächste Schritt. Ich habe hier eine Klebefolie. Das muss man sich vorstellen wie ein, naja, wie so ein doppelseitiges Klebeband, nur halt ein bisschen breiter, die jetzt hier auf dem Hintergrund aufgebracht wird, also auf der Rückseite des laminierten kleinen Naundorfblattes. So, das ist jetzt die Klebefolie. Die Rolle tun wir wieder weg. Wir haben jetzt das, was wir brauchen, hier bereits abgeschnitten. Jetzt sind die Fingernägel gefragt, dass wir hier eine Schicht abziehen. Also das, was jetzt hier, also wir knicken jetzt hier um. Das, was vorne gerade war, ist sagen, die Schutzschicht dahinter ist jetzt die Klebeschicht. Hier haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Dann wird das hier ausgerichtet, Klebeschicht dran gemacht und dann ziehen wir das hier so weg. Und Klebeschicht ist dran. Wunderbar. Und das sogar blasenfrei. Das gleiche machen wir jetzt noch mit der anderen Seite. Nach dieser Methode ist also auch das Glastalschild entstanden, was wir am Anfang gesehen haben, auch das Possendorf-Schild und diverse weitere. Also ich habe jetzt hier nicht nur das eine gemacht, ich habe auch ein neues für den Steinbruch Türk gemacht und auch der Hermannschacht, der hat auch ein Schild und so weiter und so fort. Das war also hier quasi Serienproduktion. Hier haben wir frisch aus dem 3D-Drucker ja, zum Weichenschalten mit der Hand. Ne? Also dafür eine Einrichtung. Das wird dann gedreht. Hier fehlt dann noch ein Teil, das sehen wir gleich. Und da wird dann dieser Schalter umgeschalten, der dann diesen eigentlichen Stellvorgang an der Weiche elektrisch dann auslöst. So sieht es dann fertig aus. Man kann dann, ja, man kann das drehen und das ging hier eben darum, dass also die Weiche in der Grundstellung, dass das Weiße dann immer oben ist und man also so sieht, ob die Weiche in der Grundstellung ist oder nicht. Hier sind dann die Scheiben noch im Bau. Das ist also auch ein 3D-Druckteil und da wird jetzt hier jeweils ein schwarzer Punkt drauf gemacht, damit man weiß, wo schwarz und wo weiß hinkommt. Damit die dann auch richtig rum in der Grundstellung stehen. Ja, die sind dann schon weiß grundiert. Jetzt muss das Schwarz noch drauf. Da gibt es also jetzt eine schwarze Hälfte. Die muss jetzt noch mit Airbrush eingefärbt werden. Und das ist dann das Ergebnis. Wir kommen zurück zum Bahnhofsschild von Klein Naundorf und haben hier eine sogenannte Hartschaumplatte.
wir jetzt hier ja, für das Bahnhofsschild verwenden. Auch das habe ich hier etwas schneller gedreht, damit es nicht ganz so langatmig wird. Diese Platte schneiden wir jetzt zurecht, dass da jetzt auf beiden Seiten je eins der beiden einlaminierten Drucke, wo wir schon die Klebeschicht drauf gemacht haben. Ja, mit meinem tollen angerosteten Messer. Ich habe irgendwie das Gute habe ich irgendwie verlegt, aber das hat auch mit dem hier wunderbar funktioniert. Und wir sehen hier auch, dass ich mich bei der Platte auf der anderen Seite fürchterlich verschnitten habe, aber das macht nichts, weil wir haben hier eine gerade Seite und das ist jetzt sozusagen das Muster. Ja, die Klebeschicht, da muss jetzt auch wieder ein Stück ab, also zumindest so leicht abgezogen werden. Das ist manchmal nicht so einfach, vor allem wenn die Folie schon ein bisschen länger liegt. Dann neigt die Klebeschicht dazu, sich naja, nicht so einfach wieder zu lösen. Dann wird das wieder hier umgeknickt, wie wir das schon hatten. Ja, und dann haben wir unten die gerade Seite. Da versuchen wir das jetzt hier irgendwie gerade ranzubringen hier vorne und sehen, es ist total schief, also das war eine Runde nix. Also machen wir es nochmal. Diesmal in gut. So, die Kante andrücken. Dann das wieder leicht abziehen und dann hier das Stück herausziehen. Und das Ganze dann aufbringen. So, jetzt haben wir unten eine gerade Kante und oben und links und rechts haben wir hier, das steht das ein bisschen über, das ist aber nicht so schlimm. Das werden wir jetzt abschneiden. So, wir nehmen also wieder das verrostete Messer. Das ist dann jetzt nicht ganz so einfach. Das braucht ein kleines bisschen Übung, weil dieses einlaminierte Papier sich sehr, sehr schwer schneiden lässt. Und man da relativ schnell verrutscht und dann hat man irgendwo was völlig Schiefes. Also muss dann auch sehr oft mit dem Messer. Also der größte Fehler ist, das jetzt hier mit Gewalt durchdrücken zu wollen. Ja, es ist auch einigermaßen gerade geworden. Ja. Und die fürchterlich verschnittene Kante, die wir vorhin hatten, die sehen wir jetzt hier vorne noch, ist dann erstmal weg. So, jetzt muss die Rückseite noch drauf. Auch hier ringsrum abschneiden. Das in Form bringen. Dann hier wieder ein Stück abziehen, umknicken und dann hier anbringen, da auch mal gucken, dass es auf gleicher Höhe ist. Und diesmal hat es funktioniert.
Da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Ja, nun müssen wir den Rest noch verschneiden und das Schild ist erstmal vorläufig fertig. Ja, nochmal nachmessen, ob es stimmt, dass das vorne und hinten auch das gleiche Maß hat. Wenn wir es jetzt mal abschneiden, dann wenn es schief wäre, müssten wir es jetzt, also schief, dann wieder schief abschneiden. Aber in dem Fall hat das gut funktioniert. So, wieder mehrfach durchziehen, vorsichtig, damit es auch gerade wird. Dann die Vorderseite hier nochmal gucken, auf welcher Seite jetzt das Weiße ein bisschen breiter ist. Da müssen wir dann, also auf der anderen Seite müssen wir dann abschneiden, na, damit wir nicht noch einen schwarzen Streifen, dass da nicht noch ein schwarzer Streifen zurückbleibt. Ja, die kurzen Kanten gehen dann auch ein bisschen einfacher zu schneiden. Natürlich kann man auch dort irgendwelchen Unsinn machen. Da ist hier nochmal neue Ansätze. Ne, also es ist der gleiche Schnitt. Wahrscheinlich bin ich da mit dem Lineal ein bisschen gerutscht. Wenn man da nicht genug oft drückt, passiert das. Und dann muss man dann hier noch so ein bisschen ein paar Schnitzarbeiten machen. Ja, und das Ganze ist jetzt soweit erledigt. Ja, und zum Abschluss haben wir hier noch das Streckenmodul, das zumindest auf einer Seite jetzt hoffentlich fertig begrast ist. Das werde ich dann beim nächsten Mal, beim nächsten Bastelabend sehen, wenn ich dann das komplett nochmal absaugen kann. Und dann schaue, wie da die Lage ist und ob da auch alle Lücken, also alle Lücken, die jetzt nicht gewollt sind, ob die jetzt alle beseitigt sind. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht was draus. Und ihr wisst, Daumen hoch oder abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Damit ihr, und natürlich die Glocke drücken, damit ihr, naja, die folgenden Videos auch mitbekommt, dass die hier auf dem Kanal erscheinen.